Ja, unser Thema lautet auf dem Weg zu einer europäischen Friedensordnung mit Russland Fragezeichen. Also ich wurde nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Fragezeichen explizit da steht und auch Erwähnung finden soll. Professor Ulrike Gero und der Publizist Patrick Barb diskutieren darüber, dass die US-amerikanischen und europäischen Interessen nicht kongruent sind. Und über das Ende der Hegemonie der USA, das Emporkommen der BRICS-Staaten und warum Europa in diesem Moment souverän sein müsste. Darüber, wie das gelingen könnte. Das wird heute Abend unser Thema sein. Wir werden diesen Abend so strukturieren, dass wir zu Eingang jeweils zwei kurze Impulse von etwa 10 Minuten hören werden. Professor Gero, Ulrike Gero und Herr Barb werden ihre jeweilige Sicht auf dieses Thema vorstellen. Und danach wollen wir dann hier auf dem Podium für ungefähr eine Dreiviertelstunde diskutieren, um anschließend Ihnen auch noch einmal Gelegenheit zu geben, Fragen an die Referenten zu richten. Und natürlich wird im Anschluss auch noch Gelegenheit sein, dass Sie die Bücher von beiden signiert bekommen, sich signieren lassen können. Diese Bücher sind Ihnen in der Mehrzahl bereits bekannt. Eines ist noch gar nicht erschienen, aber das steht demnächst an. Zunächst von Ulrike Gero, aber nochmal erwähnt, ihr nicht jüngstes Buch, aber eines der kontroversesten bzw. auch wichtigsten Bücher in der Corona-Situation ist das Buch Wer schweigt, stimmt zu. Danach kam dann das Buch zum Endspiel Europa und warum das politische Projekt gescheitert ist, in dieser Perfektion auch formuliert und wie wir wieder davon träumen können und es retten können. Patrick Barb hat unter anderem das Buch Recherche geschrieben, was sich eigentlich auch selbstverständlich an die Journalisten heutzutage richten sollte, sich auch an diese richtet, aber von denen offensichtlich nicht rezipiert wird, dafür aber von vielen anderen in der allgemeinen Bevölkerung erfreulich angenommen wird und hoffentlich noch weiter angenommen werden wird. Und dann kommt jetzt in wenigen Wochen heraus das neue Buch von Herrn Barb auf beiden Seiten der Front. Auch dazu hatte Thies Schwichtenberg schon erwähnt, Sie können sich und mögen sich bitte auch durchaus in die Liste eintragen für die Zustellung des druckfrischen Exemplars, wenn es dann soweit ist. Ja, damit komme ich jetzt zur Vorstellung noch einmal von Frau Professor Gero. Das ist ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen, weil Sie ja hier alle nicht neu sind in dem Thema, aber es gehört trotzdem dazu zu erwähnen, dass Frau Gero eine lange Karriere in der Europapolitik hat, an vielen wichtigen Projekten für die europäische Einigung, für die europäische Idee maßgeblich mitgewirkt hat. Sie ist Gründerin des European Democracy Lab. Sie war Professorin in Krems in Österreich und an einer kleinen provinziellen Universität im Rheinland. Nein, Entschuldigung, das war jetzt eine etwas unsachliche Bemerkung von mir. An der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, wo es dann nach ihrer Berufung für mich nicht nachvollziehbare Kampagnen gegen und schreckliche Kampagnen gegen Frau Professor Gero gab. Die Bücher habe ich erwähnt. Damit jetzt bitte, liebe Frau Professor Gero, Ihr Vortrag auf das Thema, bevor ich dann noch einmal. Ja, ich freue mich hier zu sein. Danke Uwe Altschner für die freundliche Einladung oder Einführung. Danke Patrick Barb, dass wir heute Abend wieder mal zusammen diskutieren. Danke an das Rudolf-Steiner-Haus, dass man in dem Saal diskutieren darf, wo man es vorgesehen hat. Das ist ja heute auch nicht mehr üblich, dass man noch in den Saal darf, wo die Veranstaltung angekündigt wird. In Mainz gerade wieder passiert. Ja, Medias in Res. 10 Minuten sind nicht lang und es soll ja auch nur so ein bisschen Kickoff sein. Europäische Friedensordnung, wo stehen wir heute, wo kommen wir her? Fangen wir mal der Einfachheit halber 92 an oder nach dem Mauerfall 89. Wir hatten zwei Projekte auf diesem Kontinent. Das eine Projekt war eine Sicherheitsarchitektur mit Russland. Das war die Charta von Paris 91 im November. Wir hatten ein anderes Projekt kurze Zeit später, Maastrichter Vertrag, April 92.
im Nachgang der Maueröffnung Europe Whole and Free. Wir haben uns alle gefreut, wir waren auf der Mauer, wir haben gefeiert und die Wiedervereinigung gemacht. Und es hieß immer, deutsche Einigung, europäische Einigung sind zwei Seiten derselben Medaille, also haben wir das so gemacht. Die ersten 10 Jahre, sagen wir mal bis zur Jahrtausendwende und ein bisschen danach, gab es meines Erachtens relativ viel politischen Willen im System. Kohl, Mitterrand, Delors, aber auch die Niederländer, auch González, die Spanier, die Italiener. Und wir haben einiges geschafft. Wir können jetzt viel diskutieren, wie am Ende die Sachen dann doch irgendwie anders gekommen sind, als man dachte. Aber immerhin haben wir 2002 den Euro, 2004 die Osterweiterung, 2001 spricht Putin vom Bundestag, Standing Ovations. Das heißt, auf beiden Projektlinien, wir machen eine Friedensarchitektur mit Russland und wir verfassen diesen Kontinent, den erweiterten Kontinent, also Europa Whole and Free, Ost und West. Wir machen die Osterweiterung, wir geben diesem Kontinent eine Währung, den Euro, zumindest in großen Teilen dieses Kontinentes, und wir machen eine Verfassung, 2003. Die wird angenommen 2004, dann negativ abgestimmt, Europa kommt politisch nicht mehr zusammen. Was ich erzählen will, ist, dass nach einer Dekade, wo wir schwungvoll von 89 eigentlich so wie bei Sisyphus den Stein auf den Berg rollen, dann doch der Stein nicht ganz oben ankommt, die Verfassung scheitert, der Ball der europäischen Integration, der europäischen Demokratie oder auch der Traum des geeinten Kontinentes fängt an herunterzurollen. Wir haben schon eine holprige Dekade in den Nullerjahren, französisches Nein, niederländisches Nein, obendrauf die Bankenkrise, der Irakkrieg, der Europa spaltet in altes Europa, neues Europa. Sie erinnern sich wahrscheinlich an diesen bekannten Satz von Bush, der gesagt hat, New Europe, Old Europe, ja, weil die Osteuropäer in der Irak-Allianz dabei waren, während ja Schröder und Chirac noch dagegen gehalten haben. Und dann Bush gesagt hat, now we know, New Europe is East und Old Europe ist, also wir waren da die Alten, ja, Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg übrigens auch. Das heißt, wir sehen in den Nullerjahren nachlassendes Integrationsbemühen, die Verfassung scheitert. Aus der Verfassung wird der Lissabonner Vertrag 2008-09. Die Franzosen stimmen mit Nein, die Niederländer mit Nein. Die Debatten kippen in den einzelnen Ländern aus ganz vielen Gründen, die ich hier nicht nachzeichnen kann. Und am Ende dieser Dekade, wo Europa mehr gespalten ist als geeint, wo dieses Ost-West-Schema sich schon abbilden lässt, wo schon klar wird, dass die Erweiterung die EU überfordert hat, weil sie ihre institutionelle Verankerung nicht geschafft hat, am Ende dieser Dekade kommt die Bankenkrise. Das heißt, ein politisch nicht geeintes Europa, ein sozial nicht verfasstes, ein politisch nicht verfasstes Europa, da kommt die Bankenkrise. Wir konnten uns da nicht sortieren. Die Amerikaner, also es ist ja amerikanische Bankenkrise, die über spanische Assets dann sozusagen nach Europa vorgedrungen ist. Die Amerikaner haben ihre Bankenkrise eigentlich relativ schnell gelöst. Während wir uns ungefähr, sagen wir mal, 2007 bis 2014 immerhin mal 7 Jahre stattlich gezankt haben. Sie erinnern sich, faule Griechen, Chauvinismus ohne Ende, Pigs, Portugal, Italien, Spanien, Griechenland, die Schweine, die Südschiene war die Schweine. Keine Transferunion, keine Transferunion, tolle Deutsche, wir sind immer die Besten. Wir haben dann aus der Bankenkrise eine Eurokrise gemacht und erzählt, das liegt alles nur im Euro. Meine These wäre, wenn wir den Euro nicht gehabt hätten, wären wir gar nicht durch die Bankenkrise gekommen. Darüber können wir ja gleich diskutieren. Jedenfalls Europa kommt politisch, sagen wir mal, gefedert aus diesen Jahren hervor. Gefedert im Inneren, weil wir zu diesem Zeitpunkt schon Transferunion gegen Austeritätspolitik spielen, also Norden gegen Süden. Der Populismus in der Südschiene anfängt zu wirken. Podemos in Spanien, Tsipras in Griechenland. Lega, Beppe Grillo, ist so eine Nord-Süd-Achse, so ein Bruch gewesen. Und obendrauf kommt, darüber werden wir reden, der Maidan 2014. Das heißt, Europa kriegt so eine zweite Axt, weil der Maidan natürlich im Grunde der Anfang des heutigen russisch-ukrainischen Kriegs gewesen ist. Das wird Ihnen Patrick Barb noch ausführlicher erzählen. Aber es war, als wenn man sozusagen wie mit einem Eislöffel die Ukraine nochmal in den Westen löffeln wollte, ja.
Das hatte sich alles schon vorher abgezeichnet. Münchner Sicherheitskonferenz, wo Putin gesprochen hat, 2007, da war ich übrigens dabei. Das war ganz interessant. Dann der Budapester Gipfel, NATO-Osterweiterung. Und bei der Ukraine war Schluss, es war schon vorher Schluss, 2008 Georgien. Ja, also wir sehen dann, darauf will ich hinaus, um 2012, 2013, so ein zweites Mal, wo der europäische Einigungsball den Berg wirklich nur noch runterrasselt und Europa wieder doppelt gespalten wird. Einmal in seiner innenpolitischen Verfasstheit, also die ganzen Populismen, Nord gegen Süd, diese ganzen Debatten, die mit der Bankenkrise zu tun haben. Und andererseits das strategische Umfeld, wieder die Spannung Ost gegen West. Interessant ja auch, dass bei den Minsker Abkommen, die dann geschlossen werden, das ist ja Russland, Ukraine, Frankreich, Deutschland gewesen, die Polen waren nicht dabei. Die Pipeline wird beschlossen 2010, Nord Stream. Wir bauen die von Russland nach Deutschland und denken nicht an die Polen. Also die Ost-West-Spaltung, das will ich erzählen von Europa, wird gespalten in einem Moment, wo Europa innenpolitisch durch die Bankenkrise schon ein bisschen salopp formuliert komplett durch den Wind ist. Ja? In dieses weiter sich zerfransende Europa kommen jetzt die Flüchtlinge. Im Prinzip ja auch eine Folge der amerikanischen Nahostpolitik, also diese Democracy Promotion-Geschichte, Irakkrieg, Syrien und so weiter, die Flüchtlingskrise 2015-16. Damit ist Europa wieder überfordert. Warum? Weil natürlich der Populismus durch die Bankenkrise schon schwer in der Latenz war und durch die Flüchtlingskrise weiter entfacht wird. Ich sage immer, Populismus muss auf zwei Beinen laufen. Ja, also die Bankenkrise war sozusagen Anti-Euro, AfD, Bernd Lucke, wir sind gegen den Euro, Franzosen gegen den Euro, alle gegen den Euro. Das war so das erste populistisches Emporkommen. Aber das zweite Bein, auf dem diese ganzen populistischen Parteien laufen lernen konnten, war natürlich dann die Flüchtlingskrise. Dazu kommt der Brexit 2016, Corona, Ukraine, das Ende kennen Sie. Das heißt, von einer Dekade, wo wir Sachen wollen und dann irgendwie den Sack nicht zukriegen, rasselt Europa in der ersten Dekade schon den Berg runter, also gemessen an den eigenen Ansprüchen oder gemessen an den eigenen Zielen von 89. Ich wiederhole, eine politische Union und eine europäische Friedensarchitektur mit Russland. Davon sind wir zwischen Bankenkrise und Maidan schon sehr weit entfernt. Und die letzte Dekade, die wir gerade alle erlebt haben, fällt der Ball oder rollt der Stein eigentlich nur noch auf den Boden. Heute leben wir in einem Umfeld, wo man von Europa besser gar nicht spricht, also jedenfalls nicht mehr von der EU. Die ist ziemlich durch in der öffentlichen Wahrnehmung, von der Leyen, Impfskandal, alles noch obendrauf. Aber selbst wenn wir das alles abziehen würden, dann kann man erst mal sagen, dass wir heute ja auch Alterskohorten haben, also junge Studenten zum Beispiel, hier Studenten wachen auf, stehen auf, 20-, 25-Jährige, die eigentlich nie, und das ist das Wichtige, eine positive Erzählung von Europa bekommen haben und was es denn sein könnte. Ich habe ja in den 90er Jahren wenigstens noch einen Teil der Ambition mitbekommen und einen Teil der politischen Erzählung. Europa ist nie wieder Krieg, politische Union und so weiter. Wenn Sie aber um 2000 geboren sind und heute 23 sind, dann haben Sie eigentlich nur französisches Nein, Bankenkrise, Maidan, Flüchtlingskrise, Corona-Krieg erlebt. Das heißt, im Sinne auch der Generationendynamik ist ganz interessant, dass heute die Diskurse sich völlig verschoben haben und überhaupt nicht mehr ein Diskurs stattfindet darüber, wie geeint Europa eigentlich sein sollte. Also was ist mit der Bürger-Europa-Beziehung? Wie funktioniert das Europäische Parlament? Haben wir überhaupt noch eine Ambition? Damit will ich auch schon fast aufhören, weil in dem Moment, wo wir andere Diskurse haben, das könnten wir nochmal getrennt analysieren, aber Diversity oder MeToo oder Transgender oder Klima oder wie auch immer, kann man zumindest mal sagen, dass Europa als solches oder was Europa mal sein sollte und was es vielleicht werden könnte, dass das als solches, also eine institutionelle Reformagenda, kein Diskurs mehr ist, jedenfalls keiner mehr, der verfängt. Und ich bedauere das. Warum? Weil in der Situation, in der wir sind, Ukraine-Krieg, glaube ich, haben wir jetzt zwei oder drei Probleme und dann höre ich auch schon auf. Das erste Problem ist, dass wir jetzt, wie ich finde, fast unbedacht einen völlig losgekoppelten Erweiterungsdiskurs führen.
also Ukraine in die EU. Heute Morgen war übrigens Jean-Claude Juncker im Deutschlandfunk, war ganz interessant, dass der sehr bedächtig gesagt hat, das dauert auch schon mal 30, 40 Jahre, so ein Land in die EU aufzunehmen. Und das hat der Moderatorin des Deutschlandfunks heute Morgen eher nicht gefallen, weil die politische Agenda ja doch sehr jetzt darauf zielt, dass die Ukraine fast morgen in die EU kommen soll. Was ich damit sagen will, wir haben völlig abgekoppelte Diskurse von jeglicher Realität, wie die EU noch in der Bevölkerung verankert ist. Und ich halte das für ein großes Problem. Warum? Weil wir in den 90er Jahren in der Lage waren, zu wissen, dass Erweiterung und Vertiefung zusammengehören. Das heißt, wir führen im Moment überhaupt keinen Diskurs mehr über die innere Verfasstheit unseres politischen Gemeinwesens namens Europa. Deswegen habe ich tatsächlich genau heute, ist das veröffentlicht worden, eine Denkschrift veröffentlicht, einen kleinen Text, der heißt In Memoriam 20 Jahre Europäische Verfassung 2003-2023. Und mit dieser Denkschrift, die nur ein Angebot ist, ist ein sehr kurzer Text, 6 Seiten, den haben wir aber in 10 Sprachen übersetzt, also in Französisch, Italienisch, Spanisch, das Übliche, aber auch Ungarisch, Polnisch und auch Persisch, Russisch, Chinesisch. Ja? Also wir wollten einfach mal darüber nachdenken, was wollten wir denn vor 20 Jahren, eine europäische Verfassung? Können wir das heute noch denken? Können wir das noch diskutieren? Dürfen wir das denken? Darf ich sagen, dass wir mal einen europäischen Staat wollten? Also 2000, 2001, Habermas, Derrida, die Bücher sind alle geschrieben, ja? La question de l'état européen. Das waren damals, vor 20 Jahren, waren das intensive Debatten, habe ich viele von geführt, vor allen Dingen mit Franzosen. Wir gründen jetzt einen europäischen Staat. Wenn man das heute sagt, dann ist man eigentlich schon halb verrückt. So, darauf wollte ich nur noch mal hinweisen, weil ich glaube, dass wir sehr viel zu verlieren haben auf diesem Kontinent. Was ich sehe, ist, dass wir auf eine Europawahl zusteuern am 9. Juni 2024. Diese Europawahl wird sehr polarisiert verlaufen. Die einen werden sagen, die EU ist toll, Frau von der Leyen hat uns die Impfstoffe besorgt, das ist alles ganz wunderbar, Frau von der Leyen wird wiedergewählt. Die anderen werden sagen, Europa der Vaterländer und raus aus der EU. Exit, Dexit, Polexit und so weiter. Ich möchte irgendwo in die Mitte. Ich möchte einen Diskurs Europa jenseits der EU. Ich möchte nicht diese EU verteidigen, ich möchte nicht diese EU stabilisieren. Aber diejenigen, die jetzt sagen, Dexit, Öxit, Frexit, Polexit und so weiter, die müssen schon noch erklären, wohin sie denn wollen, wenn wir das alles auflösen. Weil weglaufen vom europäischen Kontinent kann keiner. Und ich glaube, das sind tatsächlich Debatten, die sehr schnell verfangen werden, weil das Ressentiment gegen die EU, gegen überhaupt Staatlichkeit, ist im Moment aus Gründen, die wir alle kennen, sehr groß. Deswegen habe ich eine große Sorge, dass diese Diskurse raus aus der EU und so weiter, dass diese Diskurse verfangen können, ohne dass wir ernsthaft darüber nachgedacht haben, was wir denn dann machen. Dafür habe ich die Denkschrift geschrieben, weil Europa zwei Aufgaben hat. Nach innen sich neu zu sortieren, wollen wir uns verfassen, wenn ja, wie könnte das aussehen? Und nach außen ein Ansprechpartner zu werden für eine multipolare Welt. Wir diskutieren hier auf diesem Panel über ein postatlantisches Europa, über ein Europa, das eine Friedensordnung möchte mit Russland. Aber es gibt auch noch die Südafrikaner, die Inder, die Chinesen und so weiter, die Iraner. Sie haben alle von dem BRICS Council gehört. Diese Länder gucken auf Europa und gucken auf Europa, das eine Zünglein an der Waage Funktion hat für eine neue multipolare Weltordnung. Was ich damit sagen will, ist meine These, wenn wir uns bewegen, heraus aus einer, nennen wir es amerikanischen Umklammerung, hinein in eine multipolare Weltordnung, dann hat diese multipolare Weltordnung eine Chance. Und Europa ist hier pivotal, das Zünglein an der Waage. Das sind die Fragen, die wir stellen sollten in den nächsten 10 Monaten. Meine Perspektive ist ganz einfach. Ich wünsche mir ein emanzipiertes Europa, souverän, das sich herauslöst aus der amerikanischen Umklammerung. Ein Europa, das sich gleichzeitig nach innen verfasst und eine Verfassung gibt. Ein Europa, das die Friedensordnung mit Russland baut. Und ein Europa, das als Ansprechpartner für eine multipolare Welt fungieren kann. Das ist die Perspektive, die ich habe. Ich möchte immer noch davon träumen dürfen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Guerau, für diesen Impuls. Das waren 14 Minuten, also ziemlich genau auch in der Zeit. Die wird nun auch
Patrick Barb bekommen. Herr Barb ist ein etablierter und hochqualifizierter und ausgewiesener Journalist, der leider im Journalismus in dieser Form nicht mehr arbeitet. Also leider aus einem Grund ist, dass es verdient. Er ist inzwischen im Ruhestand, das ist der wohlverdiente Ruhestand, aber er hatte vorher Probleme bekommen, über die wir auch alle nur den Kopf schütteln können, denn er hat ein Buch geschrieben 2022 mit dem Titel Recherche, das allen Journalisten, ich habe schon erwähnt, ins Stammbuch geschrieben hat, was eigentlich zu tun wäre, hinterfragen und so weiter. Und ist dadurch unter Feuer gekommen, formal aufgehängt an seinem zweiten Thema auf beiden Seiten der Front zu recherchieren. Sie sind ursprünglich aus dem Saarländischen Rundfunk, waren aber dann lange Jahre ihrer Karriere beim NDR hier in Norddeutschland. Ihre Replik auf den Impuls von Frau Professor Giro. Danke, Herr Dr. Eichner. Ich würde die Überlegungen von meiner lieben Freundin Ulrike gerne aufgreifen und mit Ihnen über drei Punkte ins Gespräch kommen. Zum einen, wo stehen wir? Zum zweiten, wo liegen die Ursachen für diese Entwicklung? Und zum dritten, welche Möglichkeiten haben wir? Wo stehen wir? Der Krieg in der Ukraine ist in meinen Augen der politische, wirtschaftliche und moralische Bankrott Europas. Denn die EU ist als Friedensprojekt gescheitert. Das war der Anspruch, mit dem sie an den Start gegangen ist. Die EU ist auch als politisches Projekt gescheitert. Sie wird nicht mehr aus Brüssel geführt, sondern aus Washington über die Achse Vilnius-Warschau-Kiew. Deutschland und Frankreich sind an den Rand gedrängt. Die EU als Organisation, als Bürokratie zerstört Europa, denn sie hat sich ohne Not an eine absteigende Supermacht geklammert. EU und Amerika gemeinsam haben sich geostrategisch völlig isoliert. Auch der European Council on Foreign Relations verfasst eine Denkschrift United in the West, divided from the rest. Also Europa, ne? Der Westen ist gemeinsam unterwegs, aber getrennt vom Rest. Wenn man sich überlegt, dass sich an die Russland-Sanktionen nur 48 Staaten angeschlossen haben von 185 in den Vereinten Nationen. Baerbock wird als Außenministerin in Brasilien nicht einmal mehr richtig empfangen. Die Sanktionen haben sich als Bumerang erwiesen. Sie sind der Selbstmord Europas. Die russische Wirtschaft wächst nach Angaben des Internationalen Währungsfonds. Die deutsche stagniert und schrumpft. Deutschland und dem Rest Europas droht eine Deindustrialisierung. Das ist der wahre Zweck des Inflation Reduction Act in den USA. Durch die Sprengung von Nord Stream ist für Deutschland die Energiefalle zugeschnappt. Der Kreml hat eine strategische Entscheidung gefällt, Russland von Europa abzuwenden und Asien zuzuwenden. Damit wird jene Westöffnung rückgängig gemacht, die Zar Peter I. mit der Gründung von St. Petersburg 1703 erreichen wollte. Eine Stadt als Fenster Russlands zu Europa. Das bedeutet, für die nächsten 300 Jahre, so sagt es mir eine Freundin, die tätig ist in Moskau für die internationale Handelskammer, für die nächsten 300 Jahre wird Russland nach Asien blicken und dort neue Handels- und Gestaltungspartner finden, zum Beispiel im Rahmen der BRICS. Die US-Rüstungsindustrie ist der eigentliche Profiteur des Krieges. Die alten Waffenbestände werden in der Ukraine verheizt. Europa und die USA kaufen neue Waffen, überwiegend bei US-Konzernen. Das geht zu Lasten anderer Wirtschaftsbereiche und entzieht dem deutschen Mittelstand Geld und Aufträge. Hier handelt es sich um eine massive Umverteilung von unten nach oben, von Europa in die Vereinigten Staaten. Durch die Fehlentscheidungen unserer Politiker, alles transatlantische Satrapen, wird Europa wohl zum Hinterhof Russlands und der Vereinigten Staaten. Westeuropa droht damit eine Phase staatlichen und wirtschaftlichen Zerfalls. Das Ziel der US-Neokons ist damit erreicht. Eine europäische Dystopie im Sinne des Films Mad Max. Banden beherrschen einen Kontinent aus Failed States, in die von Washington leicht hineinregiert werden kann. Der Westen hat sich völlig verrannt in ein Narrativ, das mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Die Lage an der Front ist völlig anders als hier dargestellt.
Die geostrategische Lage wird in Deutschland gar nicht diskutiert. Die wirtschaftliche Lage ist deutlich schlechter, als in der Politik man das wahrhaben möchte. Die veröffentlichte Meinung unterscheidet sich fundamental von den Stimmen vor Ort und von der öffentlichen Meinung. Dabei orchestriert die Presse wesentlich ein völlig verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Ich gehe so weit zu sagen, wir erleben gerade einen fast vollständigen medialen Realitätsverlust. Das kann in die Katastrophe führen, denn auch politische Entscheidungen hängen von medialen Meinungsklimata ab und reagieren darauf. Die medialen und politischen Subsysteme funktionieren nämlich wie kommunizierende Röhren. Die amerikanische Historikerin Barbara Tuchman hat ein Buch geschrieben vor vielen Jahren, Die Torheit der Regierenden von Troja bis Vietnam. Viele Jahre, 50 Jahre fast alt. Da schreibt sie, die eigenen Vorstellungen und Vorurteile auf andere zu übertragen, das kann in die Katastrophe führen. Die Katastrophe kann dann eintreten, wenn jemand glaubt, Moskau würde die Krim oder den Donbass noch einmal aufgeben. Oder wenn jemand glaubt, die Ukraine könne zum Asowschen Meer durchbrechen. Oder wenn jemand glaubt, die Russen würden nach den gescheiterten Friedensgesprächen im Frühjahr 2022 noch einmal nachgeben. Und dieser Realitätsverlust wurde herbeigeführt durch den politisch-medialen Komplex. Entscheidungen fallen in Filterblasen. Die Kriegstreiberei fernab der Front, organisiert von Sofabellizisten, die sich ausrechnen können, dass sie selbst und ihre Sprösslinge nie in der Hauptkampflinie landen, das ist in meinen Augen bürgerlicher Zynismus. Wir liefern die Waffen, ihr liefert die Leichen. Die deutsche Öffentlichkeit erliegt einer Apokalypse-Blindheit. Stammt nicht von mir, stammt von dem Philosophen Günther Anders. Dagegen sagen Fachleute wie Harald Kujat, der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, die Gefahr, dass Deutschland in diesen Krieg hineingezogen wird, ist real. Die Gefahr eines Atomkrieges in Mitteleuropa auch. Dennoch verhalten sich insbesondere die akademischen Milieus wie Schlafwandler. Wo liegen die Ursachen? Das Streben der USA nach weltweiter Vormachtstellung und Full Spectrum Dominance geht zurück auf die Monroe-Doktrin, die sagt, es darf kein mächtiger Anliegerstaat in der Peripherie der USA vertreten sein. Zbigniew Brzezinski, der in seinem Buch The Great Chessboard geschrieben hat, wir müssen Russland zerlegen in drei Teile, um es final zu schwächen. Und das Ziel von Paul Wolfowitz und den Neokonservativen in den USA, es darf nur noch eine Supermacht geben. Die NATO-Osterweiterung ist eine wichtige Ursache. Trotz aller gegenteiliger Zusagen. Damit wurde eine Präjudizwirkung geschaffen. Die Versuche der USA, Georgien und die Ukraine in die NATO hineinzubringen, in Verbindung mit der Kündigung aller Abrüstungsverträge, hat für Moskau rote Linien überschritten. Victoria Nuland, die heute stellvertretende Außenministerin ist, hat den Putsch auf den Maidan organisiert. Jake Sullivan, der Sicherheitsberater, hat Putscherfahrung 2009 in Honduras, das hat er zusammen mit Hillary Clinton gemacht, 2011 das Desaster in Libyen mit angerichtet. Und Anthony Blinken, der Außenminister, hat familiäre ukrainische Wurzeln. Mit ihnen wird es sehr schwer, zu einer Friedensordnung in Europa zurückzufinden. Das Scheitern des Minsker Abkommens, du hast es erwähnt, Ulrike, und der Unwille von Merkel und Hollande, die Regierung in Kiew zur Umsetzung zu bewegen, war ein wichtiger Grund. Nach den Worten der beiden wurde das Abkommen nur geschlossen, um der Ukraine Zeit zur Aufrüstung zu verschaffen. Deshalb gilt, ich war in Moskau und da gilt die EU als nicht vertragsfähig. Moskau rechnet nicht mehr damit, dass für die EU-Verträge verbindlich sind, nach der Devise Pacta sunt servanda. Die vollständige Korrumpierung und der Zerfall westlicher Politik zeigt sich daran, dass auch die Familie Biden, insbesondere Präsidentensohn Hunter, in der Ukraine sich maßlos bereichert hat. Das Streben der USA, einen Keil zwischen Westeuropa und Russland zu treiben, das ist genau die Politik. Das ist das Ziel der Ukraine-Politik. Die Ukraine soll dieser Keil sein. Dagegen hat Egon Barmer gesagt, die Amerikaner sind unsere Freunde. Aber Russland ist eine geografische Tatsache. Wir können nur mit den Russen. In irgendeiner Form müssen wir mit ihnen umgehen. Nach der Auflösung des Warschauer Paktes wurde die Auflösung der NATO versäumt. Und heute zeigt sich, sie ist ein Kriegsbündnis.
NATO-Satrapen wollen aus purer Selbstermächtigung den Diskursraum zerstören und Kontaktsperren verhängen. Das zeigt den wahren Zustand der postdemokratischen Öffentlichkeit. Heute bevölkern Bürgerkinder die Redaktionen und die Politik, eine Erbengeneration, die die Interessen des gehobenen Bürgertums verteidigt. Denn es ist nicht gelungen, in den Vereinigten Staaten die Rüstungsindustrie zu entmachten. Sie sind Staat im Staate. Die 880 Milliarden Euro, der größte Rüstungsetat aller Staaten, die müssen ja irgendwo bleiben. Und der Finanzkapitalismus entfaltet seine Dynamik. Das amerikanische Anlagekapital in Investmentfonds drängt in neue Geschäftsfelder. BlackRock soll nun die Staatsschulden der Ukraine und den Wiederaufbau managen. Damit gerät ein ganzer Staat in Europa in den Besitz einer Heuschrecke und kann ausgeweitet werden zulasten der Bürger. Die BRICS-Staaten und ab Januar BRICS Plus setzen sich zunehmend gegen die sogenannte wertebasierte Ordnung, die ja im Grunde nur die Pax Americana darstellt, zur Wehr und fordern ihren Anteil am Kuchen. Dadurch gerät der Westen zunehmend unter Druck. Die USA und in ihrem Kielwasser die EU reagieren mit verstärkter militärischer, wirtschaftlicher und ideologischer Kriegsführung, auch nach innen. Die repräsentative Demokratie wird dadurch zur Fassadendemokratie. Welche Perspektiven haben wir? Wir müssen mal nachdenken über den Vorkrieg. Wir müssen nüchtern und realitätstauglich erkennen, dass dieser Krieg nicht im Februar 2022 begonnen hat, sondern mit dem Putsch auf dem Maidan, Ulrike hat es dargelegt, der von den USA und der EU orchestriert worden ist, und dem Bürgerkrieg im Donbass. Eine Möglichkeit, die Ukraine als neutrales Land zu einer Brücke zwischen der Europäischen Union und Russland zu machen, ist bisher nicht gegeben, aber das wäre wichtig. Die Alternative nämlich ist ihre vollständige Zerstörung. Und hinter vorgehaltener Hand sagen auch amerikanische Offizielle, Zelensky wird sein Land nicht mehr zurückbekommen. Wir müssen anerkennen, dass kein Land Russland so viel verdankt wie Deutschland. Ohne die Zustimmung aus Moskau hätte es die deutsche Einheit nicht gegeben. Wir müssen weg von der wertegeleiteten oder gar feministischen Außenpolitik, die ja nur die Verschleierung der Interessen darstellt, und zurückkehren zur Realpolitik, die auch die Interessen der anderen respektiert und in die eigenen Überlegungen einbezieht. Wir müssen zurückkehren zur Charta von Paris, ein System kollektiver Sicherheit schaffen. Und dazu gehört es eben auch, dass die NATO die Erweiterung um die Ukraine stoppt. Wir müssen die Sanktionen aufheben. Sie sind der Selbstmord Europas. Kein Decoupling gegenüber China im Kielwasser der USA. Wir brauchen Druck von unten, von Ihnen allen, von den Europäern, den Menschen, einschließlich der unternehmerischen Wirtschaft und des Mittelstandes. Der Protest muss auf die Straße. Wir müssen kämpfen gegen Aufrüstung. Jeder Euro für den Krieg ist ein Euro weniger für Kinder. Auch der Kampf gegen die... Auch der Kampf gegen die Armut ist ein Kampf für den Frieden. Denn die Bundesregierung schafft mit Hilfe eines Allparteienkartells im Bundestag einen Kriegsetat auf Kosten der Bürger. Der Sozialstaat wird umgebaut zum Kasernenhof. Wir müssen die Kontakte zu den Russen aufrechterhalten, wie zu den Ukrainern auch, und zwar auf allen Ebenen. Die EU ist gescheitert, sie ist jetzt schon überdehnt und zur fünften Kolonne der NATO verkommen. Deshalb brauchen wir mehr nationalstaatliche Politik, da unterscheiden wir uns vielleicht. Denn auf der Ebene des Nationalstaats lassen sich Entscheidungen noch ein wenig demokratisch beeinflussen. Wir brauchen Decoupling von Brüssel. Wir sollten mehr Gaullismus wagen. Raus aus der NATO. Eigenständige europäische Außenpolitik zusammen mit den Franzosen. Die Prädominanz der EU-Kernstaaten muss gegenüber Warschau und Vilnius wiederhergestellt werden. Sonst wackelt der Schwanz mit dem Hund. Wir brauchen eine Gegenöffentlichkeit. Die Medien sind zu Propagandaorganen verkommen. Wir brauchen eigene Plattformen, von denen wir nicht gecancelt werden können. Und wir brauchen eine Strategie gegen die Angst. In allen autoritären Systemen ist es eine klassische Herrschaftstechnik, durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam zu erzwingen. Angst ist das zentrale Bindemittel in allen autoritären Systemen. Sie ist es, vor der wir uns fürchten müssen.
Wir haben einen Generationenkonflikt, die heute 15- bis 40-Jährigen tragen den ödipalen Konflikt nicht mehr aus. Das hat damit zu tun, dass die Eltern so tun, als seien sie die besten Kumpels ihrer Kinder. Deshalb müssen wir fragen, die Frage hat Gilles Deleuze und Félix Guattari im Anti-Ödipus gestellt. Warum kämpfen die Menschen für ihre Knechtschaft, als ginge es um ihr Heil? Sie vertrauen damit den Autoritäten grundsätzlich. Aber das ist ja im Kern eine antidemokratische Haltung. Denn Demokratie hat immer damit zu tun, Autoritäten zu misstrauen, politische Macht einzuhegen. Und statt Infantilisierung der Politik, Rückkehr zu erwachsenen Persönlichkeiten. Wir haben eine Botschafterin in Kiew, die mit Plüschpanzern spielt und das auf Twitter postet. Wir haben politisches Personal, das auf der Ebene des kindlichen Spracherwerbs stehen geblieben zu sein scheint. Wir müssen in Europa, in Deutschland, aber auch für Sie alle gilt das, zurückfinden zu Handlungsfähigkeit und Selbstverfügungsfähigkeit. Danke. Herzlichen Dank, lieber Herr Barb. Lassen Sie mich die Gesprächsrunde hier beginnen mit einer Frage an Frau Giro, im Hinblick auch auf das, was in der Einladung formuliert worden ist als Desideratum, also Europa muss souverän werden. Herr Barb hat schon gesagt, Europa ist gescheitert und die nationalstaatliche Ebene hat noch eine Restgrundlage für Agieren, verlässliches Agieren. Aber noch einmal zum Thema Souveränität. War Europa jemals souverän? Und ist das, was uns, mich eingeschlossen, ich bin Absolvent des Konkurs der Europäischen Kommission und war glühender Europäer, vor allem, weil ich tatsächlich daran geglaubt habe, dass das Argument der Friedenslösung ein stichhaltiges sei und ich glaubte auch, es sei ein grundsätzliches, ein ursprüngliches, da bin ich heute nicht mehr ganz so sicher, aber die Souveränität als solches und das Nationalstaatliche als Menetekel, ist das tatsächlich noch etwas, worauf sich eine europäische Vision aufbauen lässt oder was wäre es sonst? Ja, also ich bin auch, ach, was muss ich jetzt nehmen? Also ich bin auch keine glühende Europäerin, weil ich auch schon gar nicht an Europa verglühen möchte. Ich möchte nur, dass dieser Kontinent funktioniert. Ja, ich finde, das ist irgendwie immer so ein, ich werde ganz oft so vorgestellt, ja, Frau Giro als glühende Europäerin. Nein, ich möchte in der Tat ein souveränes Europa. Die EU war ja nie souverän, weil wir die Diskussion halt nicht zu Ende geführt haben. Wir haben in den 90er Jahren ganz viele Diskussionen darüber geführt, ob wir einen Bundesstaat haben wollen, einen europäischen Bundesstaat oder lieber einen Staatenbund. Haben die Verfassungsrechtler darüber gestritten. Die CDU hat 1998 die Perspektive eines europäischen Bundesstaates aus dem Parteiprogramm genommen. Ja, als Kohl weg war, war das dann auch aus dem Parteiprogramm weg. Und die Verfassung, ich sagte es schon, 2003 ist nicht zustande gekommen. Deswegen streiten wir uns ja, also wenn wir jetzt mal den Maastrichter Vertrag ansetzen als das Datum, dann streiten wir uns ja seit 30 Jahren genau um die Frage, wer ist denn jetzt souverän, die EU oder die Nationalstaaten? Die Antwort ist, in einigen Politikbereichen ist die EU souverän, ja, also Handelsrecht zum Beispiel macht einfach Handelsverträge, macht die EU, CETA und so weiter. In der Agrarpolitik ist die EU souverän. Ich sage jetzt nicht, dass ich das mag mit den Milchbergen oder den 50 Cent für den Liter Milch, aber da hat sie sozusagen supranationale Macht. Und in anderen Politikbereichen ist sie das nicht, weil wir die Frage, die ich eben angesprochen habe, soll die EU jetzt ein Staat werden, verfasst werden, ja oder nein, weil wir diese Frage nicht beantworten haben. Das heißt, wir streiten uns eigentlich seit 30 Jahren zwischen EU und Nationalstaaten, wer jetzt entscheidet. Und weil wir uns 30 Jahre streiten und das nicht entscheiden,
funktioniert die EU nicht. Ja, das ist ganz einfach. Wir haben eine Kommission, die macht Gesetzesvorschläge. Das Parlament und der Europäische Rat müssen das in Kodezision entscheiden. Natürlich ist das im herkömmlichen Sinn nicht demokratisch, insofern als dass wir kein Rechts-Links-Spektrum im Europäischen Parlament haben, sondern ein sogenanntes Sachparlament. Wir haben drei Institutionen, Parlament, Kommission und Rat, die sich im Prinzip die gegeneinander arbeiten, meistens das Parlament und die Kommission gegen den Rat. Wir haben ein Parlament, das nicht über den Haushalt entscheidet und so weiter und so weiter. Ich will Ihnen jetzt keinen Vortrag machen über die Dysfunktionalitäten der Europäischen Union, aber wenn die Frage ist, also was heißt denn Souveränität? Souveränität heißt zu wissen, wer entscheidet. In der EU wissen wir am Ende nicht, wer entscheidet. Weil bei jedem EU-Rat gibt es halt Zoff über irgendein Thema, dann wollen die einen das, die anderen das. Und am Ende ist es keiner gewesen. Ja, es wird irgendwas entschieden und dann ist es keiner gewesen. Und man entscheidet meistens nur unter Not. Das heißt, die EU ist nicht souverän. Jetzt ist aber die Frage, wo ist denn jetzt die Souveränität in Europa, wenn ich sage, Europa muss souverän werden? Die andere Frage wäre, dazu sage ich gleich noch was, was ist denn jetzt der Nationalstaat? Also wenn das immer so gesagt wird in so Sälen, weil die EU nicht funktioniert, bin ich jetzt für den Nationalstaat, weil der hat noch ein bisschen Restsouveränität, so hieß es ja eben. Ja? Dann frage ich mich immer, meinen Sie jetzt Malta oder Luxemburg oder vielleicht doch Estland und wie souverän sind denn diese Staaten? Oder meinen wir, wenn wir darüber diskutieren, dass der Nationalstaat noch ein bisschen was kann, meinen wir dann die Bundesrepublik Deutschland? Ja? Und wir meinen natürlich hier die Bundesrepublik Deutschland, übersehen aber dabei, dass die anderen Staaten im Zweifelsfall nicht so viel können wie wir, ja, also oder noch weniger können. Wir übersehen aber auch, dass wir den sozusagen den Ursprungsvertrag für Souveränität, nämlich das Geld zusammenlegen, schon gemacht haben. Das können wir jetzt bedauern oder nicht, ja, Sie waren auch nicht dabei, waren vielleicht dagegen 1992, egal, aber wir haben das Geld zusammengelegt. Und das Geld und die Entscheidung über das Geld, nämlich den Haushalt, ist das nobelste Recht, also hier auch in der parlamentarischen Tradition Großbritanniens, ist das nobelste Recht eines Parlamentes. Insofern stellt sich für mich eigentlich nur noch die Frage, wenn wir der Auffassung sind, dass kein Staat von diesem Kontinent weglaufen kann. Also die Briten konnten ja noch raus auf ihrer Insel. Aber wenn Orban jetzt sagt, ich will nicht mehr, wo will der denn hin? Ja? Oh, wo wollen wir denn hin? Haben wir das vergessen seit Stefan Zweig? Europäisches Deutschland oder deutsches Europa? Haben wir das vergessen? So, wo wollen wir denn hin? Und wenn wir nicht wegkommen oder nicht weg können und wenn auch der Frieden mit Russland eine kontinentale Bedingtheit ist, dann haben wir doch eigentlich nur die Wahl, uns jetzt zu verfassen oder die Köpfe nochmal einzuhauen. Und dann ist tatsächlich die Frage, was eigentlich der Begriff der Nation ist. Und das ist schon wichtig. Ja? Man kann natürlich sagen, oh, Kulturnation, was auch immer. Kultur. Tun wir in Deutschland sehr gerne. Die Franzosen haben einen anderen Begriff. Nation ist institutionalisierte Solidarität. Die, die das Recht teilen und die, die die soziale Frage teilen. Die Franzosen wissen sehr gut, dass die Bretonen und die Korsen nicht die gleiche Sprache haben, auch nicht die gleiche Identität. Die sind aber in der République française, weil sie das gleiche Recht genießen. Das ist in der Bundesrepublik nicht ganz anders. Ich komme aus dem Rheinland, ich finde es hier in Hamburg nett, aber, ja? Und in Bayern ziehe ich kein Dirndl an. Aber wenn Sie arbeitslos werden und ich und der Peter in Bayern, kriegen wir das gleiche Arbeitslosengeld. Und das macht uns zur Republik und der Republikbegriff ist der Begriff für Souveränität. Deswegen ist ja mein Begriff für die Einheit und Verfasstheit Europas der Begriff der Europäischen Republik. Und dann sind wir woanders. Dann reden wir nicht über Nation und Identität und so weiter, sondern dann würden wir vielleicht verstehen, dass wir in Europa ja Jahrzehnte erzählt haben, Einheit in Vielfalt. Und das Einzige, was ich gerne hätte, ist, dass wir darüber diskutieren, wie wir in Europa für die Bürger, die der Souverän sind, nicht die EU und der Nationalstaat, ja? Frei nach Kurt Tucholsky, Souveränität geht immer vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Ja? Auch in Europa sind wir der Souverän, das heißt in diesem Fall die 460 Millionen Bürger. Und die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, kriegen wir diese Bürger rechtsgleich?
gleich vor dem Recht. Dann wären wir verfasst. Im Moment ist der Binnenmarkt, die Banane ist in Europa überall gleich. Das Geld auch. Güter und Geld sind europäisch geeint. Die Bürger sind es nicht. Und für mich ist die einzige Frage, kriegen wir das jetzt hin in diesem 21. Jahrhundert, weil ich mich zurück will ins 20. Jahrhundert und weil deswegen dieses Diskursangebot der Nation oder dieses, wie es jetzt schon wieder heißt, Europa der Vaterländer, da steige ich ja ganz aus, ja, allein schon, weil ich eine Frau bin. Aber dass das jetzt so, und Sie lachen, Sebastian Kurz turnt gerade durch Österreich und ist dezidiert der Konkurrent zu Frau von der Leyen für den neuen Kommissionspräsidenten, ja. Und wenn der Kurz Kommissionspräsident ist, dann wird es hier nicht so schnuckelig, ja, und schon gar nicht für Leute wie Sie. Und das muss man ja mal, ja, wenn ich Sie so einschätze, so von dem, was Sie so denken. Das wird dann so ein bisschen verstaubt. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? So, und da muss man doch mal hellhörig sein und mal Angebote offerieren, was wir noch denken könnten, um ein Alternativangebot zu machen. Und deswegen schwebt mir ja ein Europa vor, was regional aufgestellt ist. Wer die Nation sagt, hat ja immer noch nicht beantwortet, ist jetzt Schottland eine Nation? Ich habe gestern wieder meine E-Mails von meinen schottischen Freunden bekommen, die betreiben jetzt ganz aktiv das zweite schottische Referendum. Und die haben auch eine Scottish National Party. Jetzt ist schon mal die Frage, ist jetzt das Vereinigte Königreich die Nation oder sind die Schotten die Nation? Fragen Sie mal die Katalanen. Sind die jetzt eine Nation oder ist jetzt Spanien die Nation oder ist Spanien vielleicht die Einheit von vier Nationen, als da sind Kastilien, Andalusien, Baskenland und Katalonien. Und wenn Sie so auf Europa gucken und dann noch Korsika und Tirol und meinetwegen Bayern kann es auch allein dazu nehmen, dann komme ich zu ganz anderen Ideen darüber, wie ich einen Kontinent jenseits des Begriffes der Nation verfassen könnte, sodass die Bürger alle bei sich bleiben, alle Identität haben, alle ihre Region und identitäre Herkunft nicht verlieren und trotzdem in einer staatlichen Verfasstheit als europäische Bürger zusammenleben könnten. Das ist meine Vision. Und dieses Europa könnte mit Russland die Friedensordnung bauen, die wir brauchen. Und es wäre einfach nur mein Wunsch, dass man darüber mehr redet. Denn sonst habe ich, wie eben gesagt, wirklich die Sorge, dass wir uns im Zuge der Europawahlen verzetteln zwischen einer Verteidigung der EU und einer Austritt, Exit, Brexit und diese ganze Rückkehr zur Nation. Und damit ist nichts gewonnen, weil dann bleiben wir genau bei dieser Frage, die mir gestellt wurde, wo ist jetzt die Souveränität? Sie ist weder bei der EU noch bei der Nation, sie ist bei den europäischen Bürgern und sie liegt auf dem Tisch, ob wir als europäische Bürger es schaffen, diese Souveränität zu verfassen. Vielen Dank. Die Frage ist ja, lieber Herr Barb, haben wir diese Zeit, um eine ausführliche Debatte, also es wurde eben angesprochen, dass es 40 Jahre braucht, um ein Land in die EU zu holen. Ich stelle mir vor, wie lange wird es brauchen, um eine Verfassung zu diskutieren und zu verabschieden in einer Situation, in der die Realität die Bürger sprichwörtlich überrollt. Wir haben natürlich, und das hat Frau Geroth zu Recht dann auch unterstrichen, dass die Souveränität beim Volk liegt, tatsächlich, also da gehört sie hin. Faktisch liegt sie aber momentan nicht beim Volk, sondern es wird über unsere Belange hinweg entschieden in einer Geschwindigkeit, die sowohl was den Krieg angeht, aber eben auch, denkt man noch ein paar Monate zurück an das Thema Gesundheit. Gesundheit war im Verfassungsentwurf eine Kompetenz der EU. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was die gemacht hätten, wenn wir die Europäische Union in der Gesundheitspolitik tatsächlich federführend gehabt hätten. Also diese Frage ist, haben wir diese Zeit, um einen solchen Prozess in Ruhe aufzusetzen und zu gestalten und da etwas anzustreben, was uns allen dient? Oder sind wir unter Zugzwang, unter Zeitverzug, weil uns die Realitäten schon jetzt eine Last aufgebürdet haben, die uns zu erdrücken droht? Der Krieg schafft Tatsachen, denen wir nicht entfliehen können. Und er hat unter anderem dazu geführt, dass die Entscheidungsgewalt über Europa in Washington liegt. Nirgendwo sonst.
Ich bin mal wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten und er hat mal gesagt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und das ist der erste Schritt, den wir eigentlich tun müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Abschlachten in der Ukraine aufhört. Das widerspricht nicht. Das widerspricht nicht den Visionen und der langfristigen Perspektive, die Ulrike dargelegt hat. Aber wir müssen diesen ersten Schritt gehen, sonst geht die langfristige Perspektive gleich mit kaputt. Und eben diese langfristige Perspektive können wir mit einer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht leisten. Sie hat ja gesagt, sie sei... begeisterte Transatlantikerin. Was wundert mich auch nicht, denn sie möchte ja NATO-Generalsekretärin werden. Und das geht nur mit dem großen Bruder. Und so macht sie im Grunde genommen die gesamte EU, nimmt sie in Geiselhaft für ihren persönlichen Ehrgeiz. Und da müssen wir raus. Da gibt es noch mehr in der politischen Szene. Und eigentlich sehe ich nur die Möglichkeit, die deutsch-französische Achse wiederzubeleben. Und auch Berlin macht ja jetzt auch mit diesem Panzergeschäft genau das Gegenteil. Da flog mir wieder fast die Zeitung aus der Hand. Und ich meine, man muss stärker auf diese beiden Kernstaaten der EU wieder achten und wieder eingehen. Und ein Zugehen auf Paris, auf nationalstaatlicher Ebene allerdings, wäre dringend geboten. Und da habe ich keine Illusionen, wie schwierig das ist. Mit den Franzosen. Ganz andere Verfasstheit auch. Fünfte Republik ist schwierig. Aber das ist meine Vision. Als ich ein Halbwüchsiger war, 16, war natürlich in Frankreich die Zigaretten billig. Also eine Packung Gitane hat eine Mark gekostet. Also fuhren wir natürlich mit den Mofas immer auf die andere Seite und haben da Zigaretten gekauft. Und da waren wir immer noch Les Boches, die Drecksdeutschen, Anfang, Mitte der 70er. Das waren die Wunden des Krieges, die waren noch nicht verheilt. Und es kommt nicht von ungefähr, dass Adenauer und de Gaulle sich in der Kathedrale von Reims getroffen haben, um sich sozusagen im Schutz der katholischen Kirche einander anzunähern. Die Völker waren noch nicht so weit. Jede Familie hat Tote und Verwundete. Und Europa als Friedensprozess ist verloren gegangen. Ich teile die Vision von Ulrike, Einheit in Vielfalt. Ich sehe im Moment nicht die Schritte, die dahin führen. Darf ich da mal reingehen? Ja, gerne. Ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. So dieses, haben wir Zeit für die lange Vision? Ja? Können wir uns mal daran erinnern, wie die Wiedervereinigung gekommen ist? Ja? Wir haben hier 40 Jahre in diesem Land geredet, dass wir uns wieder vereinigen wollen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt Verhandlungen erlebt, wo Kohl und Honecker sich an den Tisch gesetzt haben, um irgendwie einen Wiedervereinigungsvertrag zu machen. Hätten die ja jeden Tag tun können. Ja? Dann kommen wir an einen Punkt im Jahr 89, wo es eine Pressekonferenz gibt und da sitzt ein italienischer Journalist und der fragt diesen Schabowski, sagen Sie, ab wann soll das eigentlich gelten da oder wie lange mit der Maueröffnung? Und der dreht den Zettel dreimal um und sagt, auch wissen Sie, ich glaube auch sofort. Ja? So. Das war die Pressekonferenz am 9. November. Und dann ist was passiert. Und innerhalb von 10 Monaten hatten wir einen Wiedervereinigungsvertrag, von dem noch am 8. November 89 niemand gedacht hätte, dass wir ihn kriegen. So. Mein Geschichtsbild ist, dass Dinge passieren und Menschen meistens nur irgendeinem Event hinterherlaufen. Ja? Ich weiß nicht, was auf diesem Kontinent passiert, aber mir ist sehr unwohl, weil wir ganz viele Spannungslinien haben. Diese Spannungslinien sind nicht nur... Also abgesehen davon, dass sich natürlich der Waffenstillstand und andere Pläne für Europa nicht ausschließen. Ja, ich bin auch für den sofortigen Waffenstillstand, habe ich schon ganz oft gesagt. Aber diese konstruktivistische Idee, dass wir jetzt hier, Frau Giraud, da so langfristige Perspektiven, ich glaube, es kommt anders, als man denkt. Und das Einzige, was ich nur möchte, ist, dass wir nachdenken, was wir tun, wenn wir wieder so einen Schabowski-Moment haben. Dass wir wissen, was wir tun. Weil wir haben zum Beispiel ja nicht nur hier Wahlen oder in Europa oder auch in Amerika oder in Frankreich 27 und Marine Le Pen. Übrigens, das nur kurz zu den deutsch-französischen Beziehungen. Ja? Sagen Sie das in Helsinki, sagen Sie das in Portugal, sagen Sie das in Ljubljana. Die finden es nicht gut.
Ja? Wir sind längst weiter. Das Gute ist, dass die letzte Dekade genau das gebracht hat, zu einem Teil, es ist noch in der Latenz, was vielfach noch übersehen wird. Aber wir hatten die Zukunftsbefragung zur Europäischen Union. Die Europäische Kommission hat das moderiert und es sind gute Ergebnisse, 49 Ergebnisse. Und die Tatsache, dass, was die Bürger von Europa wollen, kann jeder im Internet nachgucken. Und was steht da? Den Gleichheitsgrundsatz, dass die Bürger gleich wollen vor dem Recht, ist eins der durchziehenden Motive durch diese Zukunftskonferenz. Aber besser noch, selbst wenn wir das von unten machen wollen, bottom-up und so weiter, es gibt seit 2020, ich habe das mit einberufen, ja, Hashtag CTOE, Citizens Take Over Europe. Seit 2020, fast schon 3 Jahre, sitzen jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr 176 europäische zivilgesellschaftliche Organisationen im Internet und schreiben an der europäischen Verfassung. Es ist nicht so, als sei nichts passiert. Und ich glaube deswegen, dass es so kontrafaktisch wäre, wenn wir jetzt, wo wir eigentlich in meiner Warte den Kontinent zusammendenken müssen, und zwar die Erweiterungsfrage und nicht nur Ukraine, sondern Türkei, Balkan und so weiter. Also ich sehe mich nicht den Albanesen oder den Serben sagen, dass die sich jetzt nochmal hinten hinter die Ukraine anstellen können, wenn die Ukraine jetzt vorgezogen wird und den Türken, die 1964 ein Beitrittsversprechen bekommen haben, ja, so alt wie ich bin, wie auch immer. Ja. Das heißt, für mich ist die Frage nochmal auf dem Tisch, dass wir Erweiterung und Vertiefung zusammendenken, dass die Vertiefung was mit einer Bürger-Europa-Beziehung zu tun hat und dass das die Frage ist, die wir uns stellen. Das hat nichts mit langfristiger Perspektive zu tun, sondern eher damit, dass wir vielleicht auf einen Moment gefasst sein sollten, wo was passiert, was wie so eine Kaskadenwirkung hat und dass wir dann wenigstens eine Idee davon haben, wo wir diesen Kontinent hinführen wollen. Das ist eigentlich auch meine Sorge, dass was passiert, was wir eben nicht einkalkulieren im Moment. Und weil wir keine Idee von uns selber haben und keine Idee davon, was wir dann machen, dass es dann schief läuft und wir leider nochmal irgendeine blöde Schlaufe nehmen, wie in den vergangenen Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert. Wenn ich die Frage falsch gestellt haben sollte, bitte ich um Nachsicht. Ich versuche, die nächste Frage richtig zu stellen. Stichwort Populismus. Das haben Sie erwähnt in Ihrer Argumentation und Sie haben dann direkt auf Podemos und auf Syriza Bezug genommen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Barb, sind Sie ein vehementer Kritiker des Neoliberalismus und wenn ich das einigermaßen richtig verstanden habe, ist Syriza unter anderem deswegen so stark geworden, weil in Griechenland ein knallhartes neoliberales Programm durchgezogen worden ist, zugunsten von Interessen, die vorher gerade herausgekauft worden sind für ihre Spekulation. Ist also Populismus A ein reales Phänomen und B per se negativ? Nein. Populismus ist ein reales Phänomen, aber nicht per se negativ. Denn natürlich muss ich versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, auch die Menschen zu begeistern. Das hat Syriza gemacht, aus gutem Grund, Sie haben es angedeutet, und ist letztendlich auch gescheitert, unter anderem auch an Schäuble. Ich würde sagen, gefährlich ist der Rechtspopulismus, den wir hier haben, aber für den auch Frau Meloni in Italien steht. Natürlich, wenn ich mir die Umfrageergebnisse der AfD anschaue, die FPÖ in Österreich, da muss ich sagen, der Protest und die Unzufriedenheit, die zahlen ein auf Rechtspopulisten. Aber die Menschen, die da ihr Kreuzchen machen, insbesondere im deutschen Osten nach dem nächsten Wahltag, die werden enttäuscht sein. Denn auch das sind knallharte neoliberale Parteien. Und das zeigt die Politik von Frau Meloni in Italien. Die Rechtspopulisten sind keine Alternative dazu. Sie werden sich auch an den Vereinigten Staaten orientieren. Die Praxis wird es zeigen. Und die Linke hat sich ja in grandioser Weise selbst zerlegt. Da bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Aber das ist doch genau das Problem. Es ist doch genau das Problem, dass wir aus der Geschichte wissen, ja, also Walter Benjamin, vor jeder faschistischen Periode kommt eine gescheiterte soziale Revolution. Das heißt, wir wissen, dass der Kapitalismus den Populismus instrumentalisiert.
Das ist doch genau das, was ich sehe. Das hat doch alles schon angefangen. Ja? Das Kapital und die Straße kippen immer nach rechts, weil es dem Kapital egal ist, ob es Faschismus gibt. Aber was das Kapital nicht möchte, ist ein soziales, demokratisch verfasstes Europa. Das ist das Letzte, was das Kapital möchte. Ja? Weil das Kapital sehr zufrieden ist mit einer Struktur, wo es nur einen Binnenmarkt gibt und nur ein Geldsystem, nämlich den Euro, und wo bitte Bürger nicht mitsprechen und keine europäische Gewerkschaft und so weiter und so fort. Und deswegen ist doch meine historische Frage nur, kriegen wir das umgedreht? Weil sonst wird das nämlich genau der Lauf der Geschichte sein. Ich sehe das auch. Deswegen habe ich eben von Sebastian Kurz gesprochen. Ja? So eine schöne Bewegung Europa der Vaterländer, des kapitalinstrumentalisierten Populismus. Alles ist schick und schön. Jeder will zurück in seine Nation. Mit ein bisschen Pech gewinnt Trump in Amerika. Dann wird das alles noch von Amerika sozusagen unterminiert. Und dann fühlen wir uns hier wohl? Also das ist doch die Gefahr auch des Diskurses, der jetzt bevorsteht. Ich sehe das wirklich kommen. Und es macht mir Sorge. Und obendrauf noch der Krieg mit Russland und obendrauf noch das, was wir da noch nicht gelöst haben. So, und deswegen nochmal. Deswegen versuche ich nur wie so eine Bohrbewegung einen Raum zu schaffen zwischen der Verteidigung der EU, die meinetwegen für den Binnenmarkt gut ist, also für die Industrie, und meinetwegen für die Banken, also das Geld, aber die für uns in ihren derzeitigen Strukturen als Bürgerinnen und Bürger Europas nicht gut ist, weil wir nicht verfasst sind in diesen Strukturen und auch nicht sozial verfasst sind. Also kann die Verteidigung der EU keine Option sein. Aber ein Zurück zu Nation, Vaterländer und so weiter, ohne zu definieren, was das ist, ich war eben schon bei Schottland und Katalanien und wer ist jetzt die Nation, ist eben auch keine Antwort vor der Herausforderung der Geschichte. Und deswegen möchte ich nur darüber nachdenken, ob wir irgendeine Suchbewegung finden, wo wir hinkommen können, ab durch die Mitte zu sagen, was ist denn da noch? Wir als Bürger, der Souverän, die wir in eine Verfasstheit gehen, in eine soziale, demokratische Struktur, damit eben genau das nicht passiert, dass das Kapital, man muss ja schon fast sagen, zum zweiten Mal den Populismus instrumentalisiert, denn das war ja letztes Jahrhundert genau das Gleiche. Ich bin versucht, jetzt noch eine weitere falsche Frage zu stellen. Nein, aber lassen Sie mich auf einen Aspekt kommen, der sich mit dem Komplex der amerikanischen Steuerung der Europäischen Union, der europäischen Institutionen und auch der NATO befasst. Sie haben den Putsch auf dem Maidan erwähnt als eine der Ursachen für den aktuellen Konflikt mit Russland. Wir haben ganz offensichtlich in der hiesigen Öffentlichkeit dafür kaum ein Verständnis, was es damit sachverhaltlich wirklich auf sich hat, weil darüber nie wirklich gesprochen wird. Man wird sofort als Putin-Versteher gebrandmarkt. Das haben Sie erfahren, obwohl Sie jemand, der sich mit Ihrer Arbeit beschäftigt, weiß, dass Sie gerade das, was in Russland unter Putin geschieht, sehr, sehr kritisch beleuchtet haben und weiter beleuchten. Welche Möglichkeiten haben wir, denn diese Aspekte so weit zum Tragen zu bringen, damit alle Bürgerinnen und Bürger überhaupt verstehen, dass sie an der Stelle verschaukelt worden sind? Was wäre Ihr Vorschlag, Frau Giro? Wo jetzt verschaukelt, mit Blick auf die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg verschaukelt? Über die Ursachen dieses Konfliktes und die Nichtanerkennung der Tatsache, dass wir es hier 2014 mit einem Putsch zu tun hatten, der natürlich Signale auch an die Adresse der Russischen Föderation gesendet hat, unabhängig davon, wer da an der Spitze steht. Ja, aber das wäre meine Bemerkung. 2014 konnten wir das noch. Ich erinnere mich an die Sendung in der Anstalt, ja, wo diese Putschthese im ZDF durchgelaufen ist. Und um 22.15 Uhr. Ja, trotzdem hatten wir einfach, also auch dieses Fuck the EU-Interview von Victoria Nuland ist im Deutschlandfunk morgens um 7 Uhr gelaufen, 2014. Ich weiß es noch, weil ich aus dem Bett gefallen bin. Ja, es wurde darüber berichtet. Das, was ich sagen will, ist die Frage, die wir uns stellen müssten, was ist denn zwischen 2014 und heute passiert, also 9 Jahre später, dass eben darüber nicht mehr berichtet wird oder der Bias in der Berichterstattung noch viel schlimmer geworden ist.
Aber wenn wir zu 2014 zurückgehen, hatten wir immerhin noch Peter Scholl-Latour, auch im leitmedialen Raum. Wir hatten die Berichterstattung über Newland. Wir hatten zumindest in Satire-Sendungen, wir haben ja heute noch nicht mal mehr Satire-Sendungen über die Pipeline-Sprengung, ja, um das jetzt mal zu vergleichen. So, das heißt, wir können wahrscheinlich konstatieren, dass da was passiert ist und das muss analysiert werden. Aber das würde ich auch tatsächlich ins Feld führen, wenn die Frage ist, was würde ich denn tun? Ich kann nur aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung sagen, das, was früher in Anführungsstrichen besser war oder ich zumindest als besser erlebt habe, machen wir es so, ist, dass wir in den Nullerjahren, Irakkrieg, wie auch immer, in diesen ganzen neuralgischen Punkten der Diskussion, ich war ja da, ich war ja beim German Marshall Fund, ich war auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ich European Council, war ich die Direktorin des Berliner Büros, ja, aber wir haben diskutiert. Ich habe mich doch wie eine Kesselflickerin mit Bob Kagan gestritten. Ich war 2014 mit Brzezinski in Washington auf dem Podium. Das, was besser war, war, dass wir als Europäer noch eine Idee hatten, dass wir gegenhalten müssen. Das wäre mein Punkt. Und irgendwie ist das verschütt gegangen. Ich könnte auch Anekdote über Anekdote erzählen über den Maidan. Ich bin auch da gewesen. Ich weiß auch, was im Europäischen Rat diskutiert wurde. Ja? Aber meine Frage ist, was eigentlich passiert ist, warum uns die Courage als Europäer oder auch das politische Commitment weggenommen wurde, dass wir seit mindestens mal 10 Jahren, aber doch ungefähr der Moment Bankenkrise Maidan, jede europäische Ambition irgendwie abgekauft wurde oder wir haben sie nicht mehr gehalten, dass wir dagegen steuern. Weil das, was die Amerikaner machen, das ist ja hier auch so ein bisschen der Unterton, das steht alles in meinem Endspielbuch. Ja, ich bestreite überhaupt nicht, dass die Amerikaner an ganz vielen Stellen in das europäische Geschehen hineinregiert haben. Ja? Aber die eigentliche Frage ist, wann haben wir aufgehört, gegenzusteuern? Und wann haben wir aufgehört, eben genau diese Berichterstattung noch in unserer Berichterstattung heute vorkommen zu lassen? Also ein bisschen muss der Finger schon auch auf unsere Nase zeigen, ja?